Und willkommen zu meinem kleinen Tutorial zum Thema Hände in Character Animator. Das Ziel hierbei ist, die Bewegung der Finger etwas flüssiger zu machen, was die Austauschhände ablöst. Das erste, was man bei der Charaktererstellung beachten sollte, ist, dass die Finger auf einer eigenen Ebene sich befinden. Dies beschriftet ihr entsprechend zum Beispiel mit kleinen Finger, Ringfinger etc. Anschließend erstellen wir Finger, um die Hand zu schließen und benennen die beispielsweise kleiner Finger und. Sobald beide Hände fertig sind, öffnen wir die Figur in Character Animator. Dort öffnen wir den Ordner der Hand. Danach machen wir alle Finger unabhängig vom Körper. Wenn dies erledigt ist, kümmern wir uns um die einzelnen Finger. Dazu nehmen wir den grünen Punkt und packen ihn an die Stelle, an der sich der Finger drehen soll. Als nächstes setzt ihr ein Händel an die Stelle, von wo ihr euren Finger bewegen wollt und macht ihn ziehbar, sowie zum Leader. Außerdem gebt ihr dem Händel des Fingers einen Namen, wie zum Beispiel Daumen offen Lee. Dies wiederholt ihr beim Gegenstück, außer dass er ihn zum Follower macht. Nachdem dies geschafft ist, erstellt ihr einen Tauschersatz bei Auslöser. In den zieht ihr beide Finger rein. Dies wiederholt ihr bei den restlichen Fingern. Im vorletzten Schritt markiert ihr alle so entstandene Auslöser bzw. Tauschersätze und setzt das Häkchen bei Autoswap. Nun folgt der letzte Schritt, indem ihr eurer Puppe noch das Leader-Follower-Verhalten hinzufügt. Wenn ihr nun in den Aufnahmebereich wechselt, könnt ihr eure Finger nach Belieben bewegen. Hier noch drei Tipps. Macht euch Auslöser, in denen ihr eure Finger in bestimmten Positionen bringt, damit ihr sie schneller verwenden könnt. Ihr könnt das Versteifungswerkzeug nutzen, damit die ausgestreckten Finger stabiler sind. Um es noch realistischer zu machen, könnt ihr für eine Fingerbewegung noch Grafiken dazwischen schalten, welche ihr in denselben Tauschersatz packt. Mögliche Fehler können auftreten, wenn ihr beim Händel den Leader oder Follow vergessen habt zu aktivieren oder ihr die Händel nicht richtig benannt habt. Geht alle Finger einmal durch und überprüft diese. Es ist übrigens auch nicht möglich, mehrere Finger, zum Beispiel den Daumen, der Rück- und Vorhand, in denselben Tauschersatz zu machen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Animieren. White, Ende und Out.